Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flutosaurus. Und ihr seht schon im Hintergrund ein bisschen anderes Game, nämlich Supermarket Together. Und wie der Titel schon verrät, bin ich dementsprechend heute auch nicht alleine, sondern mit dem guten Larry. Hallo. Oder auch Lord of Scary. Oder Herr Gruselig, wie ich ihn gerne nenne. So, wir haben jetzt hier unseren eigenen Shop. Erstmal stehe ich hier. Welche Schwierigkeit wollen wir jetzt nehmen? Drei oder was? Okay, dann nehmen wir drei. Wie wollen wir unseren Shop nennen? Flo und Flo GmbH? Netto ist leider eine geschützte Marke, glaube ich. Ja, besser nicht, ich will kein Strike. Also wenn das Video jetzt eine halbe Stunde geht, nur bei der Namensfindung, haben wir schon ein Problem. Okay, irgendwas mit Flo und Flo. Kannst du noch irgendwas da dran packen? Markt oder so? Ja, es muss irgendwie... Cool. So, es muss schon passen, sagst du, ne? Ja, ja. Man könnte, ne, auf billig Flohmarkt, nur halt nicht mit H schreiben, wie der Flohmarkt, ne, aber halt ohne H. Okay. Honestly, das ist so stumpf, das gefällt mir. Flohmarkt, okay. Erstellen, ich hoffe, ich kann dich einfach einladen. Ich arbeite hier, gehen Sie bitte weg. Okay. Ich find's schade, dass über unserem Flohmarkt Supermarkt steht. Also irgendwie Supermarket. Sind wir, Alter? Warum sind die nur Hochhäuser? Okay, hier haben wir Lager und... Nee, hier ist eine Gefängniszelle. Zum Fick. Können wir einen Ladendetektiv einstellen oder was? Die sind wirklich... LOL. Ja, guck dir mal an, wo wir sind, Alter. Weil das Sauce. Ha! Das sind Jaws anspielen, wie geil. Warum ist das hier New York Innenstadt? Was zum Fick ist das hier? Ja, wir sind in Manhattan oder so. Einfach so ein random Supermarkt hier. Muss ich mir angucken, was ist denn hier los? Wie kann ich drehen? Scheiße. So kann ich drehen, okay. Komm mal in die Zentrale hier drüben. Was denn das, Alter? Ja, hier ist ein Skilltree. Wie geil. Hier drüben über den Weingläsern ist halt einfach so: Mitarbeiter X erfordert alkoholische Getränke 1. Du brauchst für den Mitarbeiter, brauchst du Alkohol. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Produktregale. Beachten Sie, dass das Lagerregal nur in den leeren Nebenraum platziert werden kann, der mit dem Managerraum verbunden ist. Das hier. Lagerregal? Wo ist denn das Lagerregal? Eine Kasse und ein Lager. Achso, das ist Lager, das ist ein Produktregal und wir brauchen eine Kasse offensichtlich. Ja, okay, dann baue ich schon mal das Lagerregal. Wo kann ich denn hier eine Kasse bauen? Kasse rechts, Kasse links. Oh, Okay. Wir bauen hier einfach so eine Kasse. Du platzierst übrigens mit E und mit rechte und linke Maustaste drehst du die Sachen. Okay. Schön. Die Kasse, Junge. Jetzt mach ich hier Ausbildung und demnächst bewerbe ich mich beim Netto oder so. Ja, Grundprodukte. Ja, Vorteil erworben. Großartig. Ja, hier können wir erweitern. Ja. Sobald sie ein Produktfranchise erworben haben, erwarten, dass diese Produkte im Laden sind. Oder sie werden beschweren. Oder sie werden beschweren dich über Existenzen. Hä? Huh? Sie werden beschweren dich über Existenzen, ja? Sie werden sich über die... Ja, sie werden sich einfach darüber beschweren, dass es nicht da ist. Ah, jo. Oh jo, ey, jo. Amazon war da. Kann ich mehrere aufheben? Ja, scheiße. Nicht? Ach, Schmutz. Klicke auf eine Reihe, um es mit Produkten zu füllen. Ja, einfach rein. Erstmal ins Lagerregal, alles reinbringen dann. Ich nehme Wasser. Und pack das einfach hier rein, oder was? Ja. Das mache ich jetzt mit dem leeren Karton? Oh, du kannst hier zum Mülleimer. Hier, geh mal zum Managerraum. Bisschen. Ja? Ja, komm her. Hier ist Müll. Vorne. Ah! Produkte werden platziert, aber zunächst mit dem Selbstkostenpreis gekennzeichnet, was keinen Nutzen bedeutet. Gehen Sie in den Managerraum und nehmen Sie eines der Preisgeräte. Ah. Die Dinger hier. Ja. Ziehen Sie auf ein Regal. Ah, ja, einfach anschauen. Da gibt es wahrscheinlich, dass Kunden es nicht kaufen. Ah, so kann ich den Preis erhöhen.
Produkt beispielsweise 1 Dollar kostet und Sie Ihren Preis höher als 2 Dollar ansetzen, kaufen Kunden es möglicherweise nicht. Versuchen Sie für alle 6 verschiedene Produkte einen Preis festzulegen. Okay, also nicht höher als der doppelte Preis gehen. Da musst du auch jetzt schon mal 13 blechen hier, ja? Obwohl, da kann noch ein bisschen höher, eigentlich 13. Dass man das mit Mausrad macht, ist überhaupt nicht mühselig. Da, 3,80. Wir machen das 1,99, damit die Leute denken, es wäre billiger als es ist. Das sind immer 9er Beträge in Real Life, also mache ich jetzt hier auch 9er Beträge. 2,29, den Reis muss ich noch teurer machen, den mache ich 2,39. Jetzt ist da so ein Wall of Text, Alter. Ihr Laden ist jetzt bereit zur Eröffnung. Um Kunden hereinzulassen, drücken Sie den grünen Knopf im Zimmer, das Menü. Ja. Supermarkt eröffnet. Jeden Donnerstag steigt die Marktinflation für einige Produkte und sie müssen die Preise überprüfen. Jetzt kann ich nicht mehr weiterlesen. Ich hätte vorher lesen sollen, bevor ich öffnen drücke. Hi, wollen Sie einkaufen hier? Was nehmen Sie sich denn? Na, wollen Sie einen von diesen leckeren Honeybees? Der hat wirklich Honeybees gekauft. Ohne Wasserflasche. Hallo, moin. Wir sind die Inhaber. Ja, wir haben keine Milch zu den Honeybees. Was soll die Scheiße? Gut spät. Er hat sehr viel mehr gekauft als nur Honeybees und Wasser. Hier drüben im Manager kannst du den Namen nochmal ändern. Vom Laden? Ja. Sehr gut, sehr gut. Hier rüberkommen. Soll ich so lange an die Kasse? Ja, geh du mal kurz. Okay. Stehen oder? Du musst die Sachen anklicken und dann musst du rechts auf die Kasse gucken, was du an Rückgeld geben musst. So, wo meintest du, kann ich das machen? Da bei dem Computer. Ah, hier! Nächster, bitte. Lo. Ein paar Honeybees. Natürlich. Oh, lol, er kauft mit Karte! Welche Farbe wollen wir für unseren Ladennamen haben? Weiß ich nicht. Ich mach's erotisch rot. Ich mach's erotisch rot. Hier sind sehr viele Leute an der Kasse. Ich bin leicht überfordert. Ja, er heißt Flohmarkt. Soll ich ansonsten wieder an die Kasse gehen? Warte, die Leute kaufen gerade alles leer hier. Ist voll geil. Ja. Oh, die unsere Bees sind bald leer. Alles gut bei Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen noch was anderes an... Ich verkaufe auch privat noch andere Sachen. Also, es ist vielleicht nicht so legal, aber ich... Das weiß mein Mitarbeiter nicht, aber ich verkaufe noch anderes. Tschüss, ihr Trottel. Was für Trottel? Der klaut! Dafür brauchen Sie einen Besen. Wo ist der Besen? Ich hab ihn zusammengeschlagen. Ich hab die Sachen. Ich hab ihn zusammengeschlagen. Ja, ich schlag ihn legit mit dem Besen zusammen und dann droppt er die Sachen, die er geklaut hat. Dass du es nicht wagst, hier nochmal zu klauen. Schlag mich härter, Baby, hat der gerade gesagt. Was? Ist alles okay bei Ihnen? Und da war noch eine Diebin. Oh, ich muss nachbestellen. Produktbestellung. Wir brauchen auf jeden Fall davon. Welche Regale sind noch leer? Die Bies, der Reis ist fast leer. Die Pennenudeln. Der Reis. Pennenudeln. Ja, eigentlich kann ich alles nochmal bestellen. Bin ich ehrlich. Machen wir auch nochmal einmal Zucker und dann kaufen. Jetzt muss ich ein Paket reinholen. Oh, die Lieferung. Amazon war da. Da, so, nice, so. Oh, Leute, kaufen die Scheiße hier, was denn? Voll. Ja, ich lade die gerade alles nach. Also, im Lager erstmal, ich muss das mein Paket reinholen. Jetzt kauft eine Kraft, dabei meinst du, dass ich reinkomme? Sehr gut, sehr gut. Wir sind 21. Weiß ich, was ich will. Ja. Ich stehe das nicht. Ich brauche viel Geld. Oh, Gott, 20, ja. So. Ja. So, wie voll ist... Oh, fuck, die Regale sind... Fuck. Keine Kasse verfügbar, tschüss. Da will ich schon wieder wer klauen. Hol den Besen. Hol den Besen. Wo? Wer war's? Hier, die. Das ist nicht wagst. Wo ist die Alte? Hier, schlag nochmal drauf. Und nochmal. Ja, die nehmen immer echt viel mit. Die muss man echt mehrmals schlagen, Alter.
Polizei, ja, nichts Polizei. Steckt das Besen in deinen Arsch? Steckt das Besen? Lady. Hast du auch eine ganze Salz leer? Ja, ich bin am Nachfüllen. Es ist problematisch, aber ich bin am Nachfüllen. Ich musste gerade aus meinem Wind zusammenschlagen, tut mir leid. Ja, normal hier in der Gegend. Ab wann kannst du einen Mitarbeiter einstellen, der hier die Kasse macht? Es tut langsam weh. Ab dem Punkt, ab dem wir genug Geld dafür verdienen, würde ich sagen. Ansonsten können wir auch gleich mal wechseln und du kaufst hier nach und sortierst hier ein. Die Kasse ist permanent voll, also permanent. Ich komme null hinterher. Nur Beschwerden hier vom Mitarbeiter. Ich habe jetzt mal noch eine Kasse gekauft. Danke, dass Sie mit Karte zahlen. Die Kartenzahler 10, sind, die haben Ehre. 34, nee, nicht 1034, 1034. Hier war gerade noch irgendwo ein Dieb. Ja, hier hinten läuft er. Hau rein, deine Typen. Der hat die ganzen Honey-Dinger geklaut. Vielleicht sind die da die ganze Zeit draufgegangen oder so. Okay. Die Honeybees. Da klaut noch einer. Ich mach mal wieder Kasse. Da kommt gerade auch keiner rein, ist irgendwo. Ja, dann ist wahrscheinlich auch einfach abends oder so, I don't know. Wollte gerade sagen, wird gerade Nacht. Ah, der Flo, Mann. So, Ende des Arbeitstages. Nicht gefundene Produkte 5. Achtmal ausgeraubt. Wenigstens war kein Produkt zu teuer. Tagesbilanz minus 3000. Was? Ja, vielleicht weil ich noch die Kasse gekauft habe, einfach weil ich noch Sachen gekauft habe. So, ja, das kann gut sein. Ja, sonstige Kosten minus 2800. Okay. Miete. Warte, sieht man irgendwo Räuber? Und Geld verloren wegen Räuber, ja. 100, ja. Ja, dann war das andere einfach wirklich legit einfach nur, weil ich noch eine Kasse gekauft habe wahrscheinlich und Sachen halt nachbestellt werden mussten. Aber Ende des Arbeitstages, Tag 2. Geld verloren wegen Räuber, nur 21, das geht voll. Also im Vergleich zum Vortag. Und wir haben eine niedrigere Tagesbilanz, Minus-Tagesbilanz. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal ein bisschen in Anführungszeichen Plus gemacht. Eigentlich okay, ja. Nicht gefundene Produkte 4, weil wir schnell nachgeräumt haben, ja. Mal ausgeraubt, zweimal. Ja, da kommen dann die 21 zusammen, okay. Wir haben zwar immer noch kein richtiges Plus gemacht, aber wir kommen denen schon näher. Ja, ist okay. Ich habe auch was rausgehauen für die. Ja, vor allem die 900 hierfür. Ja. Wie teuer waren die Absperrungen? 75 einer. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich demnächst erstmal noch ein Lagerregal holen. Und morgen einmal eine ordentliche Bestellung machen wieder. Naja, noch ein Kühlregal und dann können wir auch einen Mitarbeiter einstellen, Bro. Das ist mal auf den nächsten Tag. Ja. Dann kaufen wir die ganze Cola und dann können wir doch den Mitarbeiter einstellen. Nicht gefundene Produkte 6, das ist okay. Einmal ausgeraubt. Nur einmal hat's wirklich geklappt, oder wie? 14, die scheißen wir. Wir haben trotzdem noch eine Minusbilanz von 200, aber wir haben es schon wieder halbiert, also es ist okay, es ist okay. Durch die sonstigen Kosten, was haben wir gekauft? Das Kühlregal und halt einen Haufen Sachen bestellt. Und die, ich habe Angst, wie viel Lohn wir an die Mitarbeiter zahlen. Ja gut, aber du hast halt auch die Barrieren noch gekauft. Ja, das stimmt. Dann lass mal Cola kaufen und dann den Mitarbeiter, oder bitte? Ja, ne. Wegen Geld, okay. Mitarbeiter muss an die Kasse, bitte. Oh, geil. Gut. Wann kommt unser Mitarbeiter? Sind Sie unser Mitarbeiter, junger Herr? Haben wir Sie eingestellt? Wann sieht das? Scheinbar nicht. Haben wir Sie eingestellt, junger Herr? Sind Sie unser neuer Mitarbeiter? Wenn ja, willkommen im Team. Dann halt nicht. Ja, wir müssen uns sowieso erstmal um andere Sachen kümmern. Oh ne, ist es hier? Hallo! Oh, Krasse Adidas-Jacken hier, oder was? Was ist das für eine Marke? Da steht einfach nur Stoff drauf oder so. Stoffs. Oder irgendwie sowas. Nochmal ein Kühlschrank. Ich hoffe, ein kleiner reicht. Also wirklich. Soda ohne Koffein, alles klar.
Der ist gut, alte Soda-Pop. Soda-Flasche. Ich kann gefühlt noch ein Lagerregal kaufen für 300. Ohne Zucker und Premium-Cola. Ja, wir müssen noch 300 tacken, also wenn wir jetzt noch irgendwas... Also... Uff, warte, wenn du das gerade nachfüllst, dann oder reinfüllst, dann mach ich schon mal die Preise. Ich zieh das doch konsequent durch mit meinen neuen Erstellen, ey. Ich zieh das wirklich konsequent durch. Der Mann kennt schon, der Mann weiß schon Bescheid hier. Okay, Preise sind eingestellt. Ach. Kann ich hier schon mal eine Kasse aufmachen und dann geht sie hin? Ja. Ah ja, gut. Ich werde an diese Kasse vorbeigehen. Hä? Hä? Ich denke mal, sie... Ich glaube, das ist einfach nur ein Übersetzungsfehler. Wir müssen vielleicht einmal mal ab und zu in die Kasse und ansonsten immer auffüllen. Ja, wir können uns ja abwechseln an der Kasse oder so, oder einer füllt nach und so. Das ist ja jetzt, da wir eine Mitarbeiterin haben, ist das nicht das Problem. Ich hoffe nur, dass wir ausbeutungsmäßige Gehälter zahlen, weil ich habe Angst, dass wir zu viel zahlen. Let's go. Preise eingestellt hast. Ja, für die Dinger sind alle eingestellt. Komm. Warte, ich schließe erstmal kurz die Kasse. Ich will sehen, wie gut unsere Mitarbeiterin abkassiert. Das will ich erstmal sehen. Nee, die nehmen erst gerade nur vom oberen und vom unteren. Habt ihr was Rotes genommen? Ja. Ein paar Colas. Sehr gut. Ich will, dass ihr die roten Cans kauft. Zu teuer, Soda-Packung ohne Koffein. Okay, ich muss Preis einstellen. Marktpreis? Hä? Warum? Okay, dann wurde hier was falsch angezeigt. Das ist nicht schlimm. Es ist trotzdem noch stabile 7,99 Euro, die ich dafür verlangen kann. Jetzt sollten sie auch die Soda ohne Koffein kaufen. Oh, neue Honeybees. Oh, Fruchtjoghurt. Ja, ich fülle mal nach. Ach, das ist so schön, wenn man jemanden hat, der für einen kassiert. Also wirklich. Und im Moment geht's auch noch, weil nicht so viele Leute sind, dass wir jetzt nicht noch eine zweite Kasse aufmachen müssen gerade. So, okay. Ist erstaunlich okay im Moment. Ich hoffe, wir haben dann noch Mitarbeiter, die automatisch nachfüllen. Dann läuft der Laden von alleine und wir können uns zurücklehnen. Dann machen wir easy geil. Ja. Ich hoffe, wir können Preissenkungen machen, also Lohnsenkungen machen oder so. Der Junge hat Glaube Wirtschaft studiert. Okay, ich wollte ja auch gerade sagen, ich mach mal. Schau du mal zum Nachfüllen und so. Cola und Soda, alles klar, selbst Soda und Cola. Jetzt kann man, wie es auch, weißt du, einer ist wirklich konstant beim Nachfüllen und kann sich auch auf Diebstähle konzentrieren und so. Weil wir jetzt einen Kassierer haben, stehen die Kassen nicht so. Schön, die überteuerte koffeinfreie Cola kaufen, sehr gut, macht ihr das, sehr gut. Wir beuten euch schön aus, hahaha. Also bei unserer Mitarbeiterin stockt die Kasse schon mal eher, weil sie irgendwie, also sie kassiert halt langsamer ab. Aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache es läuft. Die Leute kaufen Cola wie Scheiße. Ja, Getränke sind immer angesagt. Ne, stay hydrated und so. Käse. Der kauft hier für 47,49 Euro ein. Oder Dollar in dem Fall. Tschü, die lassen hier ordentlich Geld da, das finde ich super. Bisher haben wir noch nicht einen Ladendiebstahl. Geh aus dem Weg, Alter, ich hab den Joghurt hier. Wir haben es ja schon 18 Uhr, bald ist... Oh, heute ist Donnerstag. Heute ist doch Donnerstag, die Inflationspreise irgendwie... War da nicht gestand? Haben die da nicht irgendwas im Tutorial gesagt? Ja, das habe ich mir leider nicht durchgelesen. Ja, irgendwie, dass die Preise sich so ein bisschen verändern oder so. Muss man gleich mal gucken, ne? Oh, ich habe das Game jetzt mal kurz ein bisschen heller gestellt, weil immer wenn es Nacht wird, das finde ich schon sehr dunkel. Ja. Hallo, der Herr. Wie geht's Ihnen? Wollen nicht mit mir reden, ist okay. Bin ja nur Ihr Kassierer. Das nächste Mal mach ich's teurer. Was ist denn wir verhandeln? Ich mach's für ihn teurer. Wenn er nicht mit mir redet. Ah, hat er Probleme. Das ist die hauseigene Inflation dann. Joghurt, aus dem Weg, Mann. Ich muss den Joghurt. Hallo, hier aus dem Weg. Ich muss den Joghurt auffüllen. Meine Güte, ey. Wieder da am Weg. Die Einkäufer gehen manchmal erst zu ihr rüber und dann driften sie so Michael Jackson Moonwalk-mäßig zu mir doch rüber an die Kasse. Immer schöne 9 am Ende. Ach, es ist Schichtende. Oh, okay. Sie können gehen. Wir zahlen nicht. Kein Gehalt. Kein Gehalt. Ja, das war der erste Tag.
ohne glaube ich, einen Diebstahl. Wenn, dann hat er sich wirklich durchgemogelt. Aber das glaube ich nicht, weil sollte ja eigentlich nicht mehr funktionieren. So klug sind diese Diebe nicht. Na, zeig mal her. Hat uns heute doch wieder irgendwas geklaut. Plus 300. Nicht einmal ausgeraubt und wir haben Plus gemacht. Einmal wen eingestellt. Wie viel Mitarbeiter lohnen? 60? 60. Ja gut, pro Tag. Dann ja, okay. Das ist okay. Gut doch. Das ist erstaunlich okay. Okay, Leute. Das war's jetzt hier erstmal mit dem Supermarkt Together Let's Play mit dem guten Larry Lobster. Was ist das für eine geile Sneak-Animation? Das sehe ich ja jetzt erst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Larry, willst du noch was sagen? Stay hydrated. Sehr gut. Es wird sicherlich nochmal in einem Part hiervon kommen, weil ich finde das Game funny. Und der Larry auch. Ich hoffe, ja. Gut. Haut rein und bis zum nächsten Mal.